Willkommen bei Freie Schnauze. Ich freue mich wieder auf meine vier unschuldigen Komödianten, mit denen ich allerhand improvisieren werde. Und ja, ich habe schon ein paar schöne Ideen vorbereitet, aber das, was ich nicht dabei habe, das hole ich mir aus dem Publikum. Aber was rede ich? Lasst die Spiele beginnen! Pass auf, zwei von euch spielen eine Szene und zwar erst normal und dann in den verschiedensten Film- und Fernsehgenres, die ich euch einfach mal so spontan zurufen möchte, ich sagen. Und zwar brauchen wir jetzt natürlich erstmal die Szene für, ich sage es direkt, für Tetje und Barbara. Ich frage sie nach einem Ort, an dem sie ihren zukünftigen Partner kennengelernt haben oder kennenlernen möchten oder was auch immer. Vielleicht jetzt mal hier die Mitte. Disco-Toilette, ein sehr, sehr schöner Ort. Ein sehr, sehr schöner Ort. Disco-Toilette. Disco-Toilette. Also, Tetje und Barbara, ihr spielt jetzt eine schöne Szene auf einer Disco-Toilette. Am Ende könnt ihr da auch euren zukünftigen Partner kennenlernen. Ich lasse euch das mal offen. Und legt mal los und ich unterbreche euch mit ein paar schönen Genres. Endlich ist diese scheiß Musik vorbei. Bist du öfter hier? Ja, wieso? Hab die noch nie gesehen. Ach. Vielleicht habe ich die auch immer übersehen bisher. Weißt du, ich schmink mich einfach jede Woche an, das ist nicht so billig wie du. Billig? Darauf stehst du doch. Also. Leist mir mal deinen Eyeliner. Klar. Sag mal, machst du immer so auf Grufti? Sieht echt scheiße aus. Ich meine, Männer, die sich schminken, entschuldige mal bitte. Ja, Frauen, die aufs Männerklo gehen, sind auch nicht besser. Ach, scheiße! Ey, sorry! Sorry! So, jetzt spielt das Ganze als Heidi-Film weiter. Peter, das tut mir leid, dass ich, wir spielen hier weiter, oder? Ja. Peter, das tut mir leid, selbstverständlich kannst du meinen Kajal benutzen. Mein Kajal ist abgebrochen. Dann spitz ihn doch an im Arsch von einer meiner Ziegen. Warte einmal, ich hole sie. Du musst nur kräftig rein. Oh, jetzt. Schau nur, jetzt hat dein Kajal eine ganz andere Farbe. Jetzt ist er. Jetzt ist Kochsendung. Ja, ich hatte mal was vorbereitet. Auch wenn Sie diesen Kajal im Auge benutzen, Sie haben ein wundervolles Zwiebelaroma, das sich ganz perfekt Ihrem natürlichen Teint anpasst. Und es wird die Frauen in der Disco verrückt machen. Absolut richtig. Und wir machen ja heute ein kleines Lammkotelette. Und dazu möchte ich dieses Lamm herzlich einladen, sich jetzt mal hier oben auf den Toilettentisch zu legen. Und wir nehmen ein spitzes, scharfes Messer und schneiden es direkt. Und jetzt als Mafia-Film. Dieses Schaf. Dieses Schaf hat mich sehr enttäuscht. Hörst du? Du hast ihn enttäuscht. Er ist böse. Ich mache aus dir Wolle. Nein, wir machen was Besseres. Wir machen ihm Beton an die Füße. Und dann versenken wir ihn in der Disco-Toilette. Ja, oder wir machen Hackfleisch daraus und etikettieren es um. Etwas Unschuldigeres, die Teletubbies. Winke, winke! Oh, nochmal! Oh, nochmal! Oh, nochmal! Bringt es mit einem Musical zu Ende. Oh, Schaf,
Was hab ich dir angetan? Ich frag dich, warum du sterben musst. Vergiss doch das Schaf. Jetzt, wo wir uns hier getroffen haben, geht doch unser Leben erst los.